Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio, zu unserem heutigen Interview. Es geht mal wieder um eine Buchbesprechung. Diesmal geht es um das Buch Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Erschienen ist das Buch bei MSW, das steht für Macht steuert Wissen. Und die Website dazu lautet macht-steuert-wissen.de. Zu Gast bei uns im Studio oder im Interview ist heute der Autor des Buches, der Heiko Schrang. Hallo Heiko. Hallo Josch, mein Lieber. Ja, das Buch, ja, wir haben uns schon im Vorgespräch auf ein Du geeinigt und das behalten wir jetzt natürlich bei. Ja, das Buch ist auf zwei Teile aufgeteilt. Vielleicht kannst du da schon mal kurz etwas zu sagen, was für zwei Teile das sind. Es wird gesagt, dass es um einen politischen Teil handelt, also politisch-wirtschaftlichen Teil, den ersten Teil des Buches. Und der zweite Teil ist komplett konträr, ist ein spiritueller Teil, da geht es um Lebensgesetzmäßigkeiten. Dann gehen wir jetzt gleich mal in Medias Res in Teil 1. Da beschäftigst du dich unter anderem auch mit dem Euro. Und du siehst da drin so ein bisschen ein Werkzeug, mit dem man die Demokratie zerstören kann. Erst die Zerstörung der nationalen Währung in Europa und dann eben auch der staatlichen Souveränität der Euro-Staaten. Und letzten Endes würden dann die Menschen in Europa ihre demokratischen Grundrechte verlieren. Habe ich das so richtig verstanden, als ich es gelesen habe? Genau, es geht nochmal darum, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen. Erkennen, Erwachen, Verändern ist die Grundbotschaft des Buches. Das heißt, der erste Teil, da reden wir über das Erkennen, dass hier etwas nicht stimmt, dass teilweise wir einem Jahrhundert- oder Jahrtausend-Irrtum aufgesessen sind zu unserem eigenen Nachteil. Und da gibt es auch dieses Thema der Euro. Verschwörung gegen die Demokratie. So, der Euro, ich versuche immer eins zu betrachten, und zwar sich in die Lage eines Adlers zu versetzen, also die Vogelperspektive, weil man dann von oben meist besser schaut. Und wenn du die Sache betrachtest, dann geht der Euro ja nicht auf, wie uns das erzählt worden ist durch Medien und Geschichtsbücher, auf Helmut Kohl und François Mitterrand zurück, sondern viel tiefgründiger auf Gesellschaften wie den EAT, European Roundtable of Industrials, oder die Bilderberger. Und jetzt schrecken viele auf und sagen, Verschwörungstheorie. Fakt ist eins, wenn man intensiv sich damit befasst, selbst auf Arte gab es darüber eine Dokumentation über den ERT, das ist offensichtlich ganz klar beschrieben worden, dass Führungskräfte quasi aus den größten, von den größten Industriekonzernen Europas quasi den Fahrplan für den Euro geschrieben haben, beziehungsweise auch den Maastricht-Vertrag. Und ich nenne sie immer die Politdarsteller auf der Bühne, in dem Fall Kohl mit Rang, haben nach außen für die Wahlschafe, für das Volk, ihn nur präsentiert. Das sind natürlich Sachen, die den meisten Leuten wehtun, wenn sie es hören, weil man ja eindeutig an ihrem Geschichtsbild rüttelt. Also auf gut Deutsch, Euro wurde von langer Hand geplant, Ziel ist, damit als Speerspitze letztendlich die Demokratie, die Nationalstaaten zu zerstören, um einen Einheitsstaat, den wir jetzt fast schon haben, EU, Brüssel, zu installieren. Und von da soll regiert werden, oder wird ja fast schon regiert. Das war der Plan. Mal ganz ehrlich, glaubst du, dass der Euro noch lange genug leben wird, um dieses wirklich verheerende Ziel überhaupt noch erreichen zu können? Schwere Frage, dann wäre ich Hellseher. Ich muss fairerweise sagen, dass ich seit Jahren eigentlich schon davon ausgegangen bin, dass irgendwann die Sache beendet sein muss. Leider ist es so, das sieht man speziell an der FED, die druckt ja Geld mit ihrem Giralgeld, wie sie wollen, unendlich pumpt es in den Markt rein. Deswegen sagen die Amerikaner ja immer, unser Dollar, euer Problem. Und wir denken immer, der Euro hat ja irgendwie nichts damit zu tun. Die Problematik ist die, dass alle Kriterien, die jemals existiert haben, also die sogenannten Stabilitätskriterien, alle über Bord geworfen sind. Es gibt gar keine mehr, dass quasi die Europäische Zentralbank sich der FED annähert und dieselbe Politik betreibt. Das bedeutet, nur die Fallhöhe wird erhöht, ansonsten hat sich nichts verändert. Aber tut mir leid, mein Lieber, Josch, ich kann natürlich nicht sagen, dieses Jahr, nächstes Jahr kommt's, aber ich sehe immer so einen Vergleich mit der Titanic. Ich glaube, es hat mehrere Stunden, weiß ich jetzt nicht mehr genau, 3-4 Stunden gedauert, ehe die Hälfte der Titanic untergegangen ist und die andere Hälfte,
die hat 10 Minuten gedauert. Und das ist die aktuelle Situation. Es ist nichts weiter als ein Stühlerücken auf der Titanic, was dort betrieben wird. Der Patient Euro ist tot. Man will aber mit diversen Finanzspritzen, Gelddrucken etc. den am Leben erhalten, aber das wird nicht funktionieren. Also ist klinisch tot, sag ich mal. Also mit anderen Worten, uns geht's gut, weil wir uns noch im freien Fall befinden. Und wir können offenbar nicht nur den Euro abschreiben, sondern wohl auch unsere Goldreserven in den USA. Ich komme nicht rein bei Fort Knox, du auch nicht, aber trotzdem hast du da einiges rausgekriegt. Worum geht es denn da? Ganz spannendes Thema, 100%ige Aussage gibt es darüber nicht. Es gibt ja den David Marsh, ganz bekannter Journalist, letztendlich anerkannt, quasi in der Goldszene. Der hat ja sein Buch so beschrieben, das ist wie so eine Art, Anfang der 90er Jahre hat er schon beschrieben, wie so eine Art Tributzahlung an die Alliierten ist, quasi das nach dem Krieg, die gelagert werden, nicht in Fort Knox, sondern unter den Pflastersteinen letztendlich von New York. Also quasi bei der FED und der größte Teil zumindest. Es gibt aber mittlerweile auch, habe ich in meinem Buch ja detailliert beschrieben, nicht uninteressante Beweise, kann man schon sagen, dass es durchaus sein kann, dass zwei Varianten existieren, dass das Gold gar nicht mehr existiert. Es ist verkauft bzw. verliehen worden. Und es gibt noch eine andere, dass die Goldbahn einen Wolframkern besitzen. Führt aber jetzt zu weit, das im Detail zu erläutern, weil die Chinesen sich ja, das kann man alles am Internet nachlesen, in meinem Buch stehen auch die Quellen dazu ja drin, sich so eine Ladung zukommen ließ und da hat man die Seriennummern, kam also in dem Fall aus den USA, konnte man überprüfen. Dann haben die festgestellt, dass das kein echtes Gold war, sondern wie gesagt ein Wolfram-Kern hatte. Wie auch immer, wir haben es festgestellt, als Rösler noch Finanzminister war, Finanzminister, ne, Rösler? Ja klar, Philipp Rösler, der sagte, die Goldreserven, die müssen unantastbar bleiben. Er hatte recht, die bleiben auch unantastbar, aber für uns Deutsche, also ich glaube, wir werden nie irgendwas davon sehen. Da wird natürlich jetzt Makulatur betrieben, wo gesagt worden ist, ja, wir dürfen ja doch mal reinschauen und dann wurde gesagt, nein, doch nicht. Jeder Politiker, der davor stand in USA oder auch in Frankreich, hat keinen Zutritt bekommen, aber es wird immer wieder unter uns Freunden gesagt, na klar, die sind vorhanden, aber ihr dürft euch die nicht anschauen, aber wir werden auch teilweise etwas zurückführen. Jetzt gab es ja, glaube ich, so eine minimale Größe, so eine die ausgeliefert Dosis. Worden ist. Ja, eine ganz kleine homöopathische Dosis, aber jetzt redet auch gar keiner mehr drüber. Das ging ja mal massiv durch die Medien, dass vom Rechnungshof gesagt worden ist, wir sollten doch mal die Goldreserven überprüfen nach Mengen. War ja schon sehr brisant, das überhaupt zu sagen. Also letztendlich glaube ich, werden wir die niemals wiedersehen. Also ich habe gestern einen Bericht bei NCC gelesen, demzufolge wir Deutschen inzwischen wieder überzeugt sind, dass unser Gold dort in guten Händen ist und wir daher von weiteren Rückführungsmaßnahmen absehen. Also so sieht das im Moment aus. Versprochen. Aber es wird eben Rösler war Wirtschaftsminister, ja? Hat mich natürlich versprochen gerade. Entschuldigung bitte. Nee, Entschuldigung. Röschen war unser Wirtschaftsminister, ja. Okay. Ja, genau. Ja, im Moment erfolgen ja nicht nur Angriffe auf die Währungen dieser Welt, sondern auch auf die Länder dieser Welt. Eine Riesenschweinerei, was da mit den Menschen passiert. Und interessanterweise werden immer nur die beschuldigt, die unschuldig sind. Und die schuldig sind, die bleiben unbezichtigt. Wie machen die das? Wie führt man unbestraft einen Angriffskrieg? Ach, das ist so eine Sache, die läuft doch schon seit wahrscheinlich Hunderten von Jahren, nur dass wir in unserem jetzigen Leben das nur präsent wahrnehmen. Ich schaue immer gerne zurück ins Jahre 2003, als der sogenannte Zweite Irakkrieg begonnen hat. Darüber redet ja gar keiner mehr, wenn man sich das überlegt, dass damals für Colin Powell vor der UNO stand mit einem kleinen Reagenzglas, wo höchstwahrscheinlich Waschmittelpulver drin war und uns versucht hat zu erklären und der Weltöffentlichkeit, dass dort böse Erreger drin waren, die ja aus dem Irak stammen, biologischen Waffen. Das einer der Anlassgründe war, um zu sagen, jetzt müssen wir einen Angriffskrieg führen, und zwar die Koalition der Willigen, also so quasi, ja, so wie die Kreuzritter, kann man mal sagen. Da gab es kein UNO-Mandat zu dem Zeitpunkt, also so weit ist es da schon gekommen, also nicht wie sonst, wo man immer noch den Anschein
ja, hatte nach außen, dass man sagt, oh, die UNO, die hat jetzt genehmigt, das ist also gut, und die Friedensarmee, die zwar leider einen Krieg führt, kam. In dem Fall war es ja völlig anders. George Bush hat gesagt, naja, jetzt nehmen wir mal die Engländer, noch ein paar andere Länder, also ihr macht mit, und jetzt geht's gegen die Achse des Bösen, in dem Fall Irak. Ich habe mir damals schon gesagt, wenn es schon so weit gekommen ist, dass man einfach ein Land überfällt, gegen jegliches Völkerrecht, ohne wie sonst die Intrigenspielchen, um Anlässe zu finden, wofür haben wir eigentlich noch eine UNO? Das Problem ist, oder die Situation, dass die Menschen im Großen und Ganzen nichts dazugelernt haben. Dieses Kinderspielchen läuft immer weiter. Ob es nun Libyen war oder andere Länder, wo es eigentlich nur um Rohstoffe ging, wo man irgendwie, ja, die haben ja dies und das gemacht. Also letztendlich, aus meiner Sicht, du brauchst gar nicht mehr diesen Anlass, diese fiktive Sache rüberzubringen, um einen Krieg führen zu können, sondern sie machen es ja letztendlich. Sie bereiten uns vor. Letztendlich geht es um ihre neue Weltordnung, weißt du selber, die installiert werden soll, wo sie kurz davor stehen. Das ist letztendlich das große Ziel. Und da gibt es nur wenige Staaten, also in dem Fall war es ja damals Saddam Hussein, der nur nicht bereit war, seine Ölindustrie zu verstaatlichen. Ja, der musste daran glauben, beziehungsweise wollte als einer der Ersten diese Ölbörse aufmachen, auf Euro, also auf anderen Währungen, in dem 2-3 war schon Euro, wollte sich quasi im Dollar entziehen. Und jedes Land, was bei diesem Spielchen nicht mehr mitmacht, quasi die wertlosen Dollar entgegennimmt und dafür kostbare Rohstoffe entgegennimmt, der ist letztendlich ein Angriffsziel. Und deswegen ist momentan eine extrem, aus meiner Sicht, gefährliche Situation in der Ukraine, weil... Was wenige Leute nur wissen, man redet zwar davon, ja, okay, jetzt stehen sie da, die Amerikaner, also quasi infiltrieren die faschistische Regierung, die dort an der Macht ist, die sie quasi den früheren Präsidenten gepusht haben. Was viel interessanter ist, ist, dass ja der Putin ein Abkommen abgeschlossen hat über mehrere hundert Milliarden mit den Chinesen über Erdgas, ein Erdgasabkommen, wo mit Yuan bezahlt wird und mit Rubel. Das ist ganz essentiell, ganz wichtig, weil zum ersten Mal quasi zwei Länder diese Dollar-Dominanz aushebeln. So, und dann geht es ja noch weiter, haben die, wissen auch wenige Leute gerade, in Russland sind sie gerade dabei, ein Kreditkartensystem zu installieren, abseits von Mastercard, Visa und Ratingagenturen, nicht, dass sie von Standard & Poor's und von den ganzen korrupten Fitch und wie sie à la Moody's abhängig sind. Und das ist eine ganz, ganz, ganz brenzliche Situation, weil das könnte zum Anlass zum Dritten Weltkrieg führen, weil die Amerikaner letztendlich, wenn die weitermachen, Indien, und die wollen sie alle mit ins Boot holen in dieser Geschichte, dann fällt Amerika in ein Drittweltland zurück. Weißt du, was ich meine? Sie leben ja davon. Sie leben davon, dass der Dollar die Weltleitwährung ist und alle Rohstoffe auf Dollarbasis bezahlt werden müssen. Ja? Sie bieten nichts weiter als eigentlich wertloses Stück Papier. Und das ist das Problem, was ich momentan sehe. Und darauf läuft es momentan hinaus. Ja, das Papier ist wertlos. Aber wenn man eine Mündung an der Schläfe hat, dann findet man es eben auf einmal doch ganz gut. Das ist der Punkt. Aber trotzdem, der Dollar, der wird gerade zu Wasser gelassen. Da stimme ich dir zu. Zum Beispiel ist es auch so, dass jetzt die europäischen Staaten mit Russland vereinbart haben, künftig in Yuan oder in Euro diese Rechnung zu begleichen. Also so nach und nach versucht man sich von den USA zu lösen. Aber es ist natürlich schwierig, weil die ziemlich brutal sind. Naja gut, wie dem auch sei. Naja, und was eben das vorhin mit der Lüge betrifft, das scheint eines der Hauptelemente der Politik zu sein. Der erste Irakkrieg, möchte ich bei der Gelegenheit nochmal dran erinnern, wurde ja mit der Brutkastenlüge losgetreten. Ja. Da hieß es dann, da wären Säuglinge, Frühchen aus Brutkästen rausgeschleudert worden und so weiter. Also das, ja gut, du wirst wissen, was ich meine, ne? Ist bekannt, genau, das, wo damals überall darüber berichtet worden ist, da hat das vor der UNO so ein kleines Mädchen, so eine Kuwaiterin geweint, wo sich rausstellt, dass es eigentlich vom kuwaitischen Botschafter die Tochter war, und die Leute in den Krankenhäusern haben gesagt, die haben wir hier nie gesehen, aber ist auch egal, Amerika war ja erstmal drin und da waren wir im Krieg. Genauso die Unlogik, muss man sich mal vorstellen. Der zweite Golfkrieg, die überfallen das Land. Alle, die ganze Welt weiß das. Überall kannst du das nachlesen, Wikipedia. Colin Powell, Außenminister USA, hat die Welt belogen. Es gab nie irgendwelche chemischen, biologischen Waffen und sie haben den Krieg geführt. Da stellt sich für mich doch die Frage, na, was machen sie denn noch da? Warum sind sie eigentlich noch da? Also wenn ich Amerikaner gewesen wäre,
dann hätte ich garantiert welche gefunden dort. Denn die hätte ich ja selber dahin geschafft. Die hatten schließlich noch die ganzen Lieferverträge. Ja, aber es geht im Moment nicht nur gegen Staaten, sondern es geht auch immer wieder gegen Einzelpersonen. Ich lese jetzt einfach mal vor. Immer wird die Schuld ja woanders hintransportiert. Der Alfred Herrhausen starb eines unvermittelten Todes. Detlef Carsten Rohwetter ebenfalls und die Birgit Breuel von der Treuhandanstalt. Jedes Mal war es wohl offenbar die RAF, laut offizieller Verlautbarung. Und Jürgen W. Möllemann, der ist ja auch aus allen Wolken gefallen. Oder der Uwe Barschel. Also jedes Mal heißt es dann Selbstmord. Wie sieht denn da deiner Meinung nach die Wahrheit aus dahinter? Die hundertprozentige Wahrheit werden wir letztendlich wahrscheinlich auch hier nicht rausfinden, aber du hast gerade einige Kapitel meines Buches aufgezählt aus dem ersten Teil. Das sind ja Alfred Herrhausen, Rohwetter, Möllemann, Barsche sind ja Kapitel. Man muss es, glaube ich, komplexer sehen. In dem Fall Herrhausen war ja nicht irgendwer, sondern er war ja einmal Vorstandschef der Deutschen Bank und zudem ein extrem charismatischer Typ, der verantwortlich war oder maßgeblich beteiligt an dem sogenannten 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl, der damals davon sprach, dass wir im Osten die blühenden Landschaften nach der Wiedervereinigung sehen würden, womit er auch recht hatte. Herrhausen hatte die Macht, Tatsache, Sachen so umzustrukturieren, dass quasi, was auch sein Ziel war, Deutschland, ich sag's mal so, so ein extrem starken Land auch in der Welt gekommen wäre, aber er hat auch einen Schuldenerlass beispielsweise für Polen, dritte Weltstaaten in Erwägung gezogen und da ist natürlich eins, diese angloamerikanischen Gruppen, die großen Investmenthäuser, die fanden das natürlich nicht gut, weil man hatte kein Ziel, also keine Lust quasi, sondern man hatte nur ein Ziel, immer quasi das Land auszubeuten. Was ja über die Treuhand ja auch passiert, das Rohwetter, deswegen passt die Sache Herrhausen, Rohwetter etwas zusammen, weil sie ähnliche Ziele hatten. Und Rohwetter sagt ja damals auch, dass es nicht hier um die Privatisierung permanent geht, sondern Arbeitsplätze sollten auch erhalten werden und auch die Betriebe, die auch einen Sinn ergeben haben. Birgit Breuel kam ja aus diesem alten Bankhaus Schröder, die damals schon riesengroße Geschäfte mit den amerikanischen Großbanken, also ihr Großvater hat die schon abgewickelt, die kannten also die ganzen, hat die Geschäftsbeziehungen gehabt und da war nur das Ziel, letztendlich Deutschland zu zerschlagen und zu verscherbeln und das hat sie ja damals auch gemacht, nachdem ganz durch Zufall ein Schütze von 65 Meter Entfernung von unten nach oben über den Rhein durch quasi durch so eine Kleinangartenlage durch ein obere Fenster geschossen hat, wo er auch gewusst haben muss, dass im unteren Bereich mit einem Schuss Panzerglas war, aber oben war keins und traf Rohwetter, wo damals schon von der GSG 9 Spezialeinheitstrainer, Ausbilder gesagt haben, dass so ein Schuss nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt überhaupt fertig bringt, aber die RAF natürlich, die eigentlich in der Vergangenheit bekannt war, dass sie mit Maschinengewehr irgendwo rein marschiert in irgendeine Bank, irgendwo losschießt, die hat natürlich diesen genialen Schuss abgegeben. Aber, wie durch Zufall, hast du sicherlich auch gehört, hat man ja dann Jahre später feststellen können auf dem Handtuch, dass da ein Haar war. Und dieses Haar hat natürlich auch durch Zufall dem Grams gehört, der 91 in Bad Klein auf den Schienen von Spezialeinheitskommandos erschossen worden ist. Also auf gut Deutsch, mal wieder ein schon Toter, der irgendwann mal schon gestorben ist, der war der Täter. Also wie Lee Harvey Oswald bei Kennedy, nachdem er dann von Jack Ruby erschossen worden ist, hat man dann auch festgestellt, er war der Täter. Das heißt also im Klartext, bis zum heutigen Tage, im Fall Barschel weiß man es nicht, Herrhausen weiß man es auch nicht. Also ich nenne das immer das RAF-Phantom. Es gibt ja auch ein interessantes Buch darüber. Wenn man sich damit befasst, wirst du feststellen, die gab es ja nie, die dritte Generation der RAF. Es ist nur ein Phantom. Also höchstwahrscheinlich waren es Geheimdienste, ob nun CIA, Mossad, wie auch immer, die ernste Interessen daran hatten, diese Menschen zu beseitigen. Gut. Damit haben wir den ersten Teil soweit abgearbeitet von dem Buch und kommen jetzt zu dem zweiten Teil. Und ja, das ist jetzt wirklich interessant, denn da bringst du eigentlich etwas zusammen, was unterschiedlicher nicht sein könnte, nämlich Politik und Spiritualität. Was hat dich dazu gebracht, auf diesen Einfall? Eigentlich war es genau umgedreht. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Mittlerweile ist das Buch ja, man kann ja gar nicht mehr als Insider-Tipp das Buch bezeichnen, weil es in der 7. Auflage nach einem Jahr und hat sich zum Bestseller entwickelt. Kann man ja überall nachlesen im Internet. Also man kann schon fast sagen, so, ich kriege jeden Tag Mails ohne Ende zu einem Kultbuch.
Es war so, es war für mich ein kleines Risiko, wenn man das mal so sagen darf. Ich habe, wie gesagt, diese Themen aus dem ersten Teil, darüber habe ich ja auch publiziert über Newsletter, hatte eine sehr große Resonanz zum damaligen Zeitpunkt schon, aber im tiefsten Inneren, im Herzen, habe ich die Spiritualität und die geistigen Gesetzmäßigkeiten in mir getragen, weil ich immer der Meinung war, dass es essentieller ist, nicht zu wissen, wer, wie, wo, wen umgebracht hat. Es war alles ganz spannend, bringt dich aber im Leben nicht weiter. Sondern wie der Dalai Lama sagt, der Grundrecht jedes Menschen ist, glücklich und zufrieden zu sein. Und wenn wir die Erde irgendwann mal verlassen, dann sagt man nicht, geh in Zwietracht, in Hass, sondern selbst der Priester sagt, gehe in Frieden. Und das war so ein Punkt, wo ich mir immer die Fragen gestellt habe, was ist wichtig im Leben? Lebensaufgabe, was ist der Sinn des Lebens? Und da habe ich gedacht, mach doch eins, Heiko, verbinde die doch miteinander, die Themen, obwohl es ein Risiko war, weil, wie du schon sagst, passt eigentlich nicht zueinander. Der erste Teil ist wirklich dafür da, zu erkennen, was hier nicht stimmt, aber nicht denn quasi im Dornröschenschlaf zu bleiben, sondern daraus zu erwachen. Und mit dem Erwachen, dann beginnt der zweite Teil meines Buches, wo du dann erkennst und dich fragst, was ist die Bestimmung in meinem Leben? Warum lebe ich? Wie gesagt, was ist meine Berufung und dich damit zu befassen, und dann kannst du auch erkennen, erwachen, verändern. Das ist der dritte Punkt, der Unterpunkt meines Buches, verändern. Dann kannst du Dinge erst im Leben verändern, um dann von innen nach außen zu gehen. Weil wir machen meist eins, das machen wir schon seit Hunderten von Jahren, wir versuchen die Welt zu verändern. Das heißt, ich sage, du darfst dies und das nicht machen, das Land ist gut, das Land ist böse. Die Frage ist nur, wer entscheidet dann eigentlich, was gut und böse ist? Und da stellt sich die Frage, haben wir denn überhaupt eine objektive Welt? Wenn die Nachrichten über was berichten, wer sagt denn, dass das gerade die Nachrichten sind? Deswegen heißt es ja Nachrichten, weil nachgerichtet wird, dass wir uns danach richten sollen. Und diese Fragen, die waren mir wichtig zu behandeln. Und es sieht ganz danach aus, aufgrund der Riesenresonanz für das Buch, dass speziell der zweite Teil, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, das Entscheidende überhaupt ist für die Leute. Dass viele sagen, der erste Teil ist doch, ich sag's mal so, fast schon rahmschwarz. Die sind völlig depressiv. Einer hat's gut formuliert mal bei so einer Rezension bei Amazon. Ihm ist ein Messer in der Tasche aufgegangen. Und wo er angefangen hat, den zweiten Teil zu lesen, hat das Messer wieder zugemacht. Also so ungefähr musst du dir vorstellen, dass es dann doch irgendwie zusammenpasst. Man denkt zwar, es passt nicht zusammen, aber die Leute werden aufgebaut und ich gebe den Leuten Werkzeuge an die Hand und zu sagen, hey, denkt mal drüber nach, über euer Leben. Und ich habe wirklich eine riesen Resonanz. Ich habe bei Joe Conrad auch schon drüber gesprochen. Nur ein Beispiel. So eine Lehrerin schreibt mich an, dass sie sagt, sie lehrt Schüler 13 bis 17 Jahre alt und die sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir wissen ja, wie unsere Gesellschaft aussieht. Sie hat jetzt dort einen Lesekreis gegründet, so eine Art philosophischen Ansatz, wo der zweite Teil meines Buches betrachtet wird. Sie möchte gerne einen Teil dazu beitragen. Und das ist der richtige Punkt, dass wir endlich mal anfangen, jeder für sich, bei sich eine Veränderung hervorzuholen. Weil die Chinesen sagten damals schon, die alten Chinesen, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehren würde, dann wäre nämlich überall gekehrt. Und darum geht's. Ja. Und was das Erwachen betrifft, das zum Beispiel auch durch den ersten Teil mit bewerkstelligt wird, da komme ich doch gleich nochmal auf das Thema Montagsmahnwachen zum Frieden. Da bist du ja auch aktiv, soweit ich weiß. Worum geht's dir da? Ich war zweimal da. Ein ganz wichtiger Leitsatz ist immer von mir, die Dinge kommen zu dir, du kommst nicht zu den Dingen. Oder wie man in Asien sagt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Ich hatte nie irgendein Interesse, irgendwo eine Rede zu halten. Ich bin kein Redner. Jetzt gibt es viele Leute, wenn du dir mal gerade die Brandenburger Torrede, 14.000 Klicks und die Kommentare anguckst, sind sie der Meinung, du bist ein Redner. Ich bin aber eigentlich keiner, weil ich bin Buchautor und habe nur geschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte aber eine Vision gehabt im Urlaub, erstaunlicherweise, werde ich niemals vergessen. An einem Mittwoch vorm Einschlafen habe ich mich von der Montagsmahnwache sprechen sehen. Alle in meinem Umfeld wissen, Heiko Schrang hat immer gesagt, er will sich nicht vorne hinstellen, birgt ja auch ein gewisses Risiko, sage ich jetzt mal, Eier an den Kopf geschmissen zu werden, Verfassungsschutz, wo ich ohnehin schon draufstehe auf der Liste, denn noch weiter hochzukommen. Ich habe die Sache abgetan. An dem Donnerstag habe ich nochmals davon geträumt, dass ich da spreche. Am Freitag kam ich aus dem Urlaub, bekam eine Mail, hast du Lust auf der Mahnwache zu sprechen? So kam der Kontakt zu Lars Meerholz. 2 Wochen später habe ich am Potsdamer Platz gesprochen, war extrem aufgeregt. Ich habe nichts gesehen, ich habe also einen Tunnelblick letztendlich gehabt und die Leute haben geschrien, mehr oder weniger mehr, gib mir mehr, weil der Unterschied wohl der ist, wenn ich es mal so
erläutern darf, ich habe ja auch meine Philosophie dort rübergebracht, dass ich sagte, wir müssen uns verändern. Also wenn ich will, dass die Welt sich verändert, muss ich mich erst selbst verändern und nicht sagen, der hat Schuld und der und der. Demzufolge kam nochmal die Anfrage und dann kam die zweite Rede am Pfingstmontag am Brandenburger Tor. Ich finde es übrigens gut und muss dazu sagen, ich sehe es als ein richtiges Zeichen an, dass in so vielen Städten die Leute auf die Straße gehen, auch wenn es nur noch eine Minorität ist. Aber darfst nicht vergessen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil die Masse der Leute schläft natürlich noch, hat also noch nicht erkannt, was hier abläuft, aber es werden wirklich mehr von Tag zu Tag. Und was dabei rauskommt, das kann ich dir nicht sagen bei den Montagsdemos. Fakt ist eins, man versucht von allen Ecken und Enden sie zu diffamieren, in diese rechte Ecke zu rücken. Und ich finde es nur lustig und kann auch nur jedem anraten, der so denkt, soll mal vorbeigehen. Also als ich dort war, ganz ehrlich, und meine Leute, Freunde, Bekannte, die mit da waren, die haben mir gesagt zu mir im Nachgang, wisst ihr was, Heiko, so stelle ich mir ungefähr vor, Woodstock 68, Hippies. Die saßen ganz entspannt auf dem Boden, haben sich umarmt, Friedenstäubchen, wurden angesteckt. Irgendjemand trippt dir auf den Fuß und der sagt so, oh, tut mir leid. Ja, also eine völlig entspannte Atmosphäre und was die Medien machen, die Mainstream ist eine Diffamierung sondergleichen, aber nur deswegen, weil sie Angst haben, dass ihre Fälle immer mehr wegschwimmen. Ja, dass du quasi doch wirklich anfängst und mal Sachen zu hinterfragen. Und deswegen finde ich es gut, dass das passiert. Ob ich nochmal da reden werde, weiß ich nicht. Momentan nicht. Hab jeden Tag Anfragen. Leipzig, jeden Tag kommen irgendwelche Leute, die mich fragen, ob ich da Köln zur Montagsdemo komme. Aber ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch. Wir haben Vorbestellungen ohne Ende. Und irgendwann muss ich das Buch ja auch mal auf den Markt bringen. Ja, natürlich. Also, um nochmal kurz das zusammenzufassen, du gehst natürlich zu Recht davon aus, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist, auf den du wirklich Einfluss besitzt und den du deshalb verändern kannst. Und nur wenn man sich selber verändert, kann man sein Umfeld verändern. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas, dass wir es nicht zu lange machen. Du erwähnst in diesem Zusammenhang auch verschiedene Gesetze in deinem Buch, Naturgesetze gewissermaßen. Darunter zum Beispiel das Kausalitätsgesetz. Kausal heißt ja eigentlich auf dem Vorangegangenen beruhend. Wie ist das jetzt genau zu verstehen als Gesetz? Naja, Ursache-Wirkung kennen wir ja aus der Schule schon ganz einfach. Wenn ich also Weizen sehe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich Gerste oder Roggen ernte. Sondern das, was ich sehe, das werde ich auch ernten. Was wir sehen jeden Tag, das sind unsere Gedanken. Die Gedanken letztendlich ist eine Art Samen, den wir in die, also virtuell letztendlich ins Universum sehen. Und die Ergebnisse sehen wir um uns herum. Alles, was du vor dir hast, ob der Computer, der Stuhl, deine Uhr, das Glas, alles war irgendwann mal ein Gedanke und wurde letztendlich nur materialisiert. Deswegen redet man nicht von fester Materie, sondern von geronnener Energie. Alles ist geronnene Energie, sagen zumindest die Quantenphysiker. Das bedeutet, achte auf deine Gedanken. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir selber damit bestimmen, wo will ich hin im Leben? Weil das, was du gestern gedacht hast, das bist du heute. Und die gleiche Art zu denken, würde ich aber nicht zu dem machen, der du in Zukunft sein wirst. Deswegen ist heute wichtig, seine Lebenseinstellung zu verändern. Die Lebenseinstellung, die deutsche Sprache ist so präzise. Guck mal, wir sprechen vom Maschineneinstellen. Jeder Drechsler weiß das. Er stellt seine Maschine ein und dann kommt irgendein Gegenstand raus. Wenn ich aber diese Maschine verstelle, nur um einen Millimeter, kommt als Ergebnis etwas anderes raus, eine Vase oder eine Tasse, die dann anders aussieht, wenn ich da Öl oder was auch immer ich drechsle oder ein Tischbein. Und genauso ist es bei uns auch. Da muss ich beginnen. Und wenn ich nur mit einer kleinen Sache anfange, mit der Einstellung, mein Leben zu verändern, dann werde ich auch ein anderes Ergebnis erzielen. Okay? Ja, das finde ich war eine wundervolle Antwort, denn sie beantwortet bereits meine nächste Frage. Da hätte ich dann noch gerne gewusst, wie man das Gesetz im täglichen Leben anwendet. Aber genau das hast du ja gerade erzählt. Dann gilt das vermutlich auch für das Gesetz der Resonanz. Das Gesetz der Resonanz besagt ja im Grunde genommen, dass ich eine eigene, sagen wir mal, Resonanz habe, die auf Resonanzen aus meiner Umgebung reagiert, so wie diese Resonanzen wiederum auf meine reagieren. So heißt es nicht umsonst, gleich und gleich gesellt sich gerne oder was sich liebt, das neckt sich oder eben, dass man das anzieht, was man ist. Kann man das so sagen?
Genau, Goethe sagte damals, zeige mir, mit wem du dich umgibst und ich sage dir, wer du bist. Das heißt, die Umwelt ist letztendlich nur ein Spiegelbild unserer selbst. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, das, was man im Außen momentan wahrnimmt und teilweise ablehnt in seinem Umfeld, sind Dinge, die wir selbst in uns tragen. Wenn wir aber nach dem vorhin beschriebenen Muster, Kausalitätsgesetz, anfangen, eine Veränderung zu machen, ich habe es gestern Abend übrigens gesehen, bei mir in der Nähe ist ein wunderschöner See, war traumhaft, ich bin gestern gegen 22 Uhr, wollte ich dort baden gehen, so etwas habe ich noch nie erlebt, der war spiegelglatt, wirklich spiegelglatt, du hast die Wolken gesehen, also die Sonne ist ja schon untergegangen und ich habe nur eine Zehenspitze reingemacht, dachte ich, ein Bekannter war mit dabei und sagt, was ist denn jetzt los, Heiko? Siehst du die Wellen? Wirklich, ich bin euch mal reingegangen, nur von oben, vom Steg, eine Zehenspitze. Und die Wellen haben sich fortgefahren. Das meine ich, du beginnst mit einer Veränderung, eine kleine Sache, ja, und du wirst ein anderes Ergebnis erzielen. Das heißt im Klartext Resonanzgesetz, du veränderst dich und du wirst ein anderes Umfeld irgendwann mal haben. Und viele sind aber leider, deswegen baue ich die Leute auch auf, in diese Situation, die sagen, ganz oft höre ich oder kriege diese Mails, ja, aber in meinem Umfeld und die glauben... Noch da, der Kontakt ist gerade abgerissen. Heiko, hörst du mich noch? Okay, tippen wir das mal ein. Es gibt ein Problem mit diesem Anrufstand hier. Okay, das macht doch nichts. Dann fangen wir das einfach nochmal kurz an. Gesetz der Resonanz. So, du sagtest, du hattest von dem See gesprochen und von dem Gesetz der Resonanz und davon, dass man, wenn man sich selber verändert, dann auch andere Ergebnisse anzieht oder andere Erlebnisse so gesehen. Genau, du fährst beispielsweise in Urlaub dann und lernst Leute kennen und sagst, ist ja ein Ding, ach, woher weißt du denn das, ist ja toll und du merkst, du bist nicht alleine oder du gehst zu irgendeiner Veranstaltung, wie jetzt zum Beispiel die Montagsmahnwache und sagst, toll, dass hier so viel Gleichgesinnte sind quasi, du veränderst deine Denkweise, in dem Fall verändert sich auch die Welt und auch dein Umfeld und irgendwann wirst du, wenn du eine Entwicklung machst oder wenn wir eine Entwicklung machen, ein anderes Umfeld haben, alles ist nur Entwicklung, ja. Aber die Medien haben kein Interesse dran. Die wollen logischerweise, dass du dich so entwickelst, wie sie wollen. Dass du die Dinge konsumierst, die sie wollen. Oder was die Mächtigen in der Politik wollen. Deswegen sind viele Leute leider nur ein Spielball dieserjenigen und werden eigentlich nur gelebt und leben nicht selber. Aber das ist nicht wichtig, die Aufmerksamkeit dorthin zu richten, sondern auf sich selbst. Und dann erzielst du auch in der Resonanz ein anderes Ergebnis im Außen. Nun schreibst du aber, dass... die Sachen, auf die du deine Energie lenkst, dadurch verstärkt werden, also auch Negatives. Das heißt, wenn ich mich ständig über einen bestimmten Politiker aufrege oder so, dann gebe ich ihm dadurch sogar Energie und stärke ihn, meintest du, ja? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, bin ich auch anderer Meinung, denn dann hättest du ja das Buch nicht schreiben dürfen, denn damit würdest du ja genau dem, was du anprangerst, Energie verleihen. Wie siehst du das? Ich habe erkannt, schon sehr lange her, weit über 20 Jahre, dass ich mich damals mit diesen Themen des ersten Teils des Buches befasst habe, musste aber selbst feststellen, dass ich immer frustrierter wurde. Ich habe mich immer machtloser gefühlt und habe gedacht, oh Mann, du hast ja keine Chance gegen die Illuminaten und Freimaurer und wie sie alle heißen. Und habe dann festgestellt, dass es noch einen anderen Weg gibt. Und wir sind, müsst ihr vorstellen, eigentlich immer wie so jemand auf meinem schönen See hier, der mit seinem kleinen Ruderboot rausrudert und guckt sich die Umgebung an und sagt, die Umgebung ist die Welt, aber unter seinem Boot geht es weiter. Und wenn wir uns das Meer als Ganzes ansehen, dann ist es so, da geht es noch viel tiefer runter. Es gibt also noch viel mehr. Also das heißt, in uns drinne ist letztendlich die Wahrheit für mich zu finden gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, schreib das Buch. Das gehört dazu. Wir leben in der Dualität, in der Polarität. Hell, dunkel, Mann, Frau, positiv, negativ ist dabei, klar. Und deswegen gebe ich dir jetzt auch recht, dass man das so, dass ich so geschrieben habe. Aber ich kann auch, ich sag's, ich nenne es immer absichtsloses Handeln. Ich kann es so schreiben, brauche aber nicht so zu denken. Verstehst du? Jemand liest den ersten Teil meines Buches völlig frustriert vielleicht und sagt, um Gottes Willen, was läuft nie, aber es ist eine Riesenverschwörung. Gibt aber auch andere, die sagen, okay, ich fange jetzt an, eine Veränderung hervorzunehmen, aber mein Buch war dafür gedacht, dass ich den Leuten eine Hilfestellung gebe und sage, guckt auf den zweiten Teil, weil ich glaube, der zweite Teil bringt euch weiter im Leben. Also, um es mal mit metaphorisch oder symbolisch wiederzugeben, wie ich es verstehe, wenn ein Problem auf dich zustürmt, dann wirfst du dich ihm nicht wutentbrannt entgegen, sondern du gehst einen Schritt zur Seite und lässt es ins Leere laufen, gewissermaßen.
Genau, das ist ja momentan der Punkt, muss ich ganz immer wieder sagen, wo ich mich überall jetzt, auch bei der Montagsdemo, weil der allererste, der sich hingestellt hat, also vor mir waren alle Redner, hat einmal gesagt, ich distanziere mich von Antisemitismus, ich distanziere mich von Rechtsradikalismus und so weiter und so weiter. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, aber letztendlich guck dir die Menschheit an. Der Kampf gegen AIDS, der Kampf gegen Terrorismus etc. pp. Das ist ein Gesetz aus der Schule. Aktion gleich Reaktion. Wenn ich mit 50 Kilo gegen eine Wand drücke, also ich gebe der Wand die Aufmerksamkeit, drückt die Wand mit 50 Kilo zurück, ist einfach meine Gesetzmäßigkeit. Wenn ich mich aber hinstelle und gar nicht gegen die Wand drücke, sondern so, ich habe keine Lust zu drücken, ich gehe in die andere Richtung. Das ist das Problem für dieses System. Indem ich nämlich sage, Heiko Schrank, ich interessiere mich nicht dafür, das mit dem Kinderspielchen, was ihr spielen wollt, mit eurer tollen Jacke, wo hinten Antisemit oder Rechtsradikaler draufsteht, okay, zieht euch die doch selber an, ich habe aber keine Lust, schönen Tag noch. Grinse sie an wie Buddha und gehe deinen Weg. Nichtbeachtung schenkt Befreiung. Das ist das Problem für diese Leute. Alle anderen, die sich rechtfertigen, die geben dieser Sache die Aufmerksamkeit und du bist drin und achte mal selber, geh mal in dich selbst rein und überlege mal, ob du dich gut fühlst, ob du dich über den Politiker den aufregst. In dem Moment triffst du ihn ja gar nicht, der ist ja irgendwo in der Welt, du selber fühlst dich aber leer, wie eine Flasche. Man sagt, eine Stunde ärgern, aus der Psychologie kommt es, ist für den Körper vergleichbar wie 8 Stunden harte Arbeit. Aber jeder kann es selbst entscheiden. Also jeder sagt, ich möchte, fühle mich gut, dann soll er sich gut fühlen. Also in meinem Leben, ich mach's nicht. Weil warum soll ich den anderen denn die Energie geben und ich bin leer? Ja, wobei natürlich gegensätzliche Energien einander dann wieder abschwächen. Das heißt, man muss ihnen schon auch einen gewissen Widerstand entgegenbringen, um sie auszubremsen. Und das tun wir ja auch, finde ich auch gut, zum Beispiel hier mit diesem Interview. Gut, Stichwort Intuition. Wir kommen so langsam zum Schluss. Du sagst, jeder besitzt sie, aber nur wenige nutzen sie. Ich bin sehr froh, dass ich ein intuitiver Mensch bin. Ich habe schon so manches Mal gespürt, wenn ich hier nicht ganz schnell verschwinde, dann kriege ich eine Menge Ärger. Irgendwie ein siebter Sinn für Gefahr. Und irgendwann einmal hat sich das tatsächlich dann bestätigt. Ich bin also mit dem Auto gefahren. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Da sind überall Hügelkuppen. Und mitten ich bin gerade den Hügel raufgefahren, wusste ich auf einmal, geh runter vom Gas, geh auf die Bremse. Ich wusste nicht warum. Ich habe aber intuitiv gehorcht und direkt hinter der Hügelkuppe stand eine Kuh mitten auf der Straße. Hätte ich also nicht auf mein Gefühl gehört, wäre ich voll in die Reihen gecrashed. Und deswegen finde ich, das ist eine prima Sache, wie du das aufziehst, dass gute Intuition Gold wert ist. Ist nur die Frage, wie kann man sie fördern? Fördern hört sich oftmals an, als ob wir mit dem Verstand drangehen. Wir sollten mal drüber nachdenken, den Verstand auszuschalten, in dem Fall mal auf unser Herz zu hören. Und das ist relativ einfach, indem man, ob man sich eine Kerze anzündet oder in einen dunklen Wald geht. Das ist immer so meine Meditation jahrelang gewesen. Ich bin in einen dunklen Wald gegangen und du wirst irgendwann feststellen, dass die Augen sich ja letztendlich an die Dunkelheit gewöhnen. Kennen wir alle. Du musst automatisch im Hier und Jetzt präsent sein, weil wenn du nicht machst, dann fällst du in ein Loch oder knallst mit dem Kopf gegen irgendeinen Ast. Und in dieser Präsenz, in der Jetzt-Präsenz, deswegen sagt man, die Präsente des Lebens offenbaren sich dann auch dir. Und dann hörst du diese leise Stimme, diese kleine leise Stimme, die war schon immer da. Da kommt die Eingebung, da kommt die Inspiration. Dort sind die größten Kompositionen, die größten Bilder entstanden. Da kommen Einfälle, wo man sagt, Mensch, ich habe jetzt eine Idee. Aber nur in diesem Hier und Jetzt, wo der Verstand einfach mal ausgeschaltet wird. Der Verstand ist nun mal da, der ist extrem dominant. Bei uns wird auch nur gefördert. iPhone, iPad, die meisten Leute sind da nur noch am Chatten den ganzen Tag und abends beim Chatten fallen die Augen noch zu. Also quasi, die kommen gar nicht mehr dazu. Deswegen bezeichne ich immer die Intuition wie ein kleiner Diamant, der in dir drin ist. Da wirst du geboren. Kinder sind extrem intuitiv. Die spüren alles, nehmen alles wahr, die ganze Umwelt als Einheit, als Ganzheit, zumindest bis zum dritten Lebensjahr ungefähr. Und das kommt. Irgendwann kommt der Müllhaufen. Der Müllhaufen, stell dir vor, wie so eine Mülldeponie, das ist denn Schule, Elternhaus, Medien, Arbeit, wird völlig abgeladen und du sitzt oben drauf. Jetzt musst du aber mal wieder anfangen, den Müll zu sondieren und zu schauen, wo ist denn dieser kleine Diamant. Nicht umsonst werden ja Meditationspraktiken, Yoga etc. betrieben, um anfangen, sich selbst zu erkennen. Selbsterkenntnis ist ja einer der wichtigsten Punkte. Ja, wir kennen alles Mögliche, aber uns selbst nicht. Und in diesem Bereich, will ich damit nur sagen, findest du auch oder kommst in Kontakt mit dieser Intuition, diese Stimme, die dir mehr oder weniger fast das Leben gerettet hat. Ne? Ja.
Also im Grunde gedanklich mal die Klappe halten und dafür zuhören. Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn man das tut, dann kann man seinem Leben dadurch auch durchaus Sinn verleihen. Meiner Meinung nach gibt es keinen Sinn des Lebens, denn das Leben, das ist viel zu erhaben, um etwas so Profanes wie einen Sinn zu benötigen, um überhaupt existent zu sein. Aber trotzdem kann man seinem Leben Sinn verleihen. Und wie siehst du das? Ja, ist immer eine Betrachtungsweise. Buddha sagte, nichts ist wahr, alles ist wahr. Es gibt keine objektive Welt und so weiter. Das heißt, ich in meiner Welt glaube schon, dass es einen Sinn des Lebens geht, eine Bestimmung, dass jeder Mensch eine Art Bestimmung hat, die er hier zu verrichten hat. Wenn du darauf achtest, Menschen, die ihre Lebensaufgabe, also ihren Lebenssinn gefunden haben, die denken und reden noch nicht mal über Arbeit, sondern die tun das, was sie machen, mit ganzem Herzen, haben Spaß dran, gucken auch nicht auf die Uhr, was sie tun. Die reden auch nicht über Rente. Wenn ich irgendwann mal Rentner bin, mache ich dies, mache ich das, sondern sind Schöpfer. Bis im hohen Alter, ob Picasso, ob jetzt die Rolling Stones, die über singen, egal was, wo du Spaß dran hast. Ja, die meisten dieser Leute leben glücklicher, gesünder, zufriedener. Und das ist nicht der Punkt, wie gesagt. Und ich habe ja mit Horst Janssen, dem bekannten Schauspieler, das Hörbuch abgedreht. Der Mann ist 78 Jahre alt. Und da haben wir über diese lange Lebenserfahrung gesprochen und wie das ihm auch alles zugefallen ist. Und dass es keine, also man könnte sagen, eine Vorsehung gibt. Und genauso ist er ja auch zu mir gekommen. Ich habe mich ja nie an ihn gewandt und bin auch glücklich, dass er das Hörbuch besprochen hat. Eine riesen Resonanz haben wir mit seiner Stimme, die ist atemberaubend, weil du da wirklich abspannen kannst. Und man spürt da auch die Energie dieser langen Lebenserfahrung von ihnen. Ja? Deswegen muss jeder für sich selbst, oder sollte jeder für sich selbst den Sinn finden oder auch nicht finden. Kann er selbst entscheiden. Ja, anders geht es nicht. Mal eine persönliche Frage an dich. Wo ist für dich die Grenze zwischen Glaube und Aberglaube? Ich komme damit dann gleich zu dem nächsten Thema. Das kann ich schon mal kurz ansprechen, nämlich du bist ja ein Anhänger der Reinkarnationstheorie, soweit ich das verstehe. Also nicht wie die Christenheit glaubt, du hast genau einen Versuch von Geburt bis zum Tod und dann wird über dich gerichtet und dann kommst du entweder in den Himmel oder in die Hölle. Da haben es dann andere Kulturen, zum Beispiel in Asien, sehr viel besser. Die haben nämlich unendlich viel Versuche und deren Ziel ist es eigentlich eher, aus diesem Rad des Lebens wieder herauszukommen. Wie hast du das gemeint? Ja, also für mich ist es ganz normal. Da denke ich nicht mal im Traum drüber nach, ob es Reinkarnation gibt oder nicht, sondern es ist für mich eine Tatsache und da geht es auch nicht darum, ob die größten Denker, Dichter, Morgenstern, Goethe, ob Sokrates, Platon, seinen Schüler damals als festen Bestandteil angesehen haben, sondern ich selber hatte eine ähnliche Erfahrung wie du, die du vorhin beschrieben hast, nur vielleicht noch ein bisschen dramatischer. Also wenn meine Intuition nicht gekommen wäre, wäre ich tot. Also letztendlich kam ich ja in ein Krankenhaus, lag auch in einem Koma mehrere Tage und will jetzt nicht alle Einzelheiten erläutern. Fakt ist eins, Oberarzt, Chefärzte haben alle gesagt, das, was ich hatte, eigentlich wäre ich tot. Und die Sache ist mit einem Wunder, ist also quasi ein Wunder passiert. Und da habe ich verstanden, was Elisabeth Kübler-Ross und Moody's damals schon geschrieben haben, in den 70er, 80er Jahren, über diese Nahtoderfahrung. Und ich habe auch keine Angst seitdem vom Tod. Für mich ist es letztendlich nur ein Übergang und die Buddhisten sagen ja immer, Leben ist für sie ja Tod und Tod ist Leben, ist ja nur eine Betrachtungsweise und deswegen habe ich diesen Satz immer mehr verstanden, der mir damals schon gesagt worden ist. Ich hatte damals so einen spirituellen Lehrer, der sagte, bei uns Menschen ist es so, wenn wir geboren wären, dann stehen alle um uns herum und freuen sich und wir weinen und wenn wir sterben, dann weinen alle um uns herum und wir freuen uns. Und da kann ich nur sagen, aus meiner Sicht in meinem Leben, ja, er hat recht, aber ich würde jetzt auch nicht debattieren, wenn er sagt, glaube ich nicht dran, ist Quatsch, dann ist alles vorbei, dann ist es okay. Ja, also ich fühle mich da wohler damit und das haben wir ja nun jahrelang erlebt, jahrhundertelang, du kennst es von der Kirche, der Urglaube, der war ja, kommt ja von der Gnosis, ne? Die Gnostiker, die haben ja an die Reinkarnationslehre geglaubt und die Essener haben das ja fortgeführt damals, nur dass damals 553 nach Christus der römische Kaiser Justinian ja kam und letztendlich diese Lehre verworfen hat, ohne zu sagen, recht, unrecht, falsch, richtig, uninteressant. Jeder muss es für sich selbst nur rausfinden und sich überlegen, kann er damit umgehen oder nicht. Also für mich ist es ein fester Bestandteil meines Lebens. Ja, also die Lehre der Essenen,
Die ist auch sehr interessant. Da gibt es schöne Bücher von einem gewissen Herrn Bordeaux-Sekely, wo der auch nochmal sehr gut darauf eingeht und das eindringlich beschreibt. Ja, eigentlich sind wir damit soweit schon durch mit unserem Interview. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als geplant. Aber gut, macht nichts. Da werden bestimmt genügend Leute drauf zugreifen und sich darüber freuen, dass sie das hören können. Vielleicht würdest du uns zu guter Letzt noch ein Schlusswort gönnen. Vielleicht irgendwelche Veranstaltungen, wo du in nächster Zeit zu sehen bist oder was auch immer. Momentan ist da nichts geplant. Ich weiß nur, ich habe diverse Interviews anfragen, aber direkte Veranstaltungen, wo ich jetzt rede, ist nicht der Fall. Aber sowas ergibt sich letztendlich, wenn es zeitlich reinpasst. Eins ist mir aber wichtig, muss ich noch erwähnen. Auf meiner Facebook-Seite habe ich so eine Aktion gestartet. Wir haben Aufkleber entwickelt. Ich nenne den Aufkleber der neuen Zeit, um endlich mal ein Zeichen zu setzen. Wie damals in der ehemaligen DDR, Schwerter gegen Flugscharen, haben wir diesen Aufkleber der Dollarpyramide, die untergeht, quasi ein runder Aufkleber, 9,5 cm im Durchmesser und über ihm die Silhouette des Buddhas, die der Sinnbild für die neue Zeit ist, quasi die Zeit des Bewusstseinswandels und diese Zeit des Giralgeldsystems geht unter. Deswegen gesagt, schickt mir eure Bilder zu, wo ihr das am Auto dran habt und machen die Leute. Finde ich ganz toll. Diesen Aufkleber findest du auch bei mir auf der Seite und näher darüber bei www.macht-steuert-wissen.de. Ansonsten kann ich nur einen Spruch aus dem Zen-Buddhismus zum Schluss den Leuten rübergeben, dass ich sage immer, wenn ihr, also derjenige, der zur Quelle will, der muss gegen den Strom schwimmen. Und da möchte ich die Menschen auch ermutigen, denkt mal drüber nach, wenn ihr sagt, oh Mann, das ist so schwer um mich herum, ihr seid genau auf dem richtigen Weg, ihr seid die Veränderung, die Welt nämlich im Außen sehen will. Heiko Frank, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Danke, Josch.